Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft. Im ersten Part haben wir recht gut uns vorbereitet, haben leider einen Tod gehabt und jetzt bin ich auch wieder ein bisschen lauter. Ich habe irgendwie während dem Serverspielen so ein bisschen leiser gemacht und habe das vergessen wieder einzustellen. Und ein kurzer Lag, okay, bis alles generiert worden ist wieder. Und jetzt geht eigentlich alles wieder hoffentlich besser. Es ist wieder in der normalen Grundeinstellung. Und ja, wir haben gesagt, wir machen dort oben die Villa. Gehen wir dort hoch. Und bauen etwas Schönes. Haben wir genug Essen? Ja, Weizenkörner haben wir. Müssen wir hier ein bisschen etwas anpflanzen. Ich hoffe, das ist nicht zu weit weg. Ja, da oben dran ist eigentlich gerade der Bauplatz für die Villa gut. Dann können wir die Lagerhalle ein bisschen weiter weg machen. So, ich möchte hier. Nicht zum Braten. Einfach noch kurz eine Hacke bauen. Und den Garten mal anfangen. So. Also, machen wir uns hier großen Garten, ein Weizenfeld. So, ja, drei, geht noch eins. So, und jetzt das Weizen anpflanzen. Ja, ich habe mir wieder ein bisschen Gedanken gemacht, was wir genau bauen, wie wir bauen. Und ich möchte einfach den neutralen, den Mittelalterstil bei meinem bei meiner Villa machen und dann eigentlich eher so ein bisschen antik, so die dunkle Zeit, also die Zeit zwischen der Antike und der des Mittelalters bauen. Also so in dem Stil, eher ein bisschen rustikal, ein bisschen kulturell halt, also was gab es da für Dinge? Die Franken gab es damals noch. Das wurde ja erst später durch so einen König oder einen Kaiser dann zu Frankreich. Und dann gab es zum Beispiel die Helvetier, die Schweizer. Ich weiß nicht, was in Österreich war, aber die Alemannen waren die Deutschen. Die Germanen gab es da nicht mehr. Und dann gibt es zum Beispiel die Iberer. Die Spanier. Da gibt es noch Langobarden und so. Da könnte man echt viel machen historisch. Ich werde mich ganz gut informieren, was da so irgendwie 250 nach Christus oder so alles für ein Volk war. Und dann werde ich nacheinander eigentlich immer ein Dorf machen, dann zum nächsten Volk. Für das ein Dorf bauen oder mal eine Burg bauen, für jedes Volk eine Burg bauen. Ein bisschen Abwechslung natürlich. Und ja, mal schauen. Cooler Berg, also cooler Hügel, spitzer Hügel. Da könnte man auch was machen. Aber ich will ihn so lassen, also ich will irgendwie ringsum bauen oder sonst irgendwas. Man könnte so eine Halle bauen. Einen Garten, einen Innengarten oder so. Je nachdem. Mal überlegen. So. Ich will jetzt hier nicht das Ganze schon wegmachen. Also glatt machen, sondern nur hier mal und hier das Haus bauen. Der Rest hier hinten machen wir dann später platt. Also, das reicht jetzt mal. Der Rest eben später. Und jetzt haben wir Holz, wir haben normales Holz, wir haben recht viel normales Holz jetzt durch die Bäume. Dann machen wir einfach mal, muss ich schauen, hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
12, 13, 14, 15, 16. So. Nein. Nicht mich den Weg zu bauen versperren. So, jetzt können wir wieder Erde hier hinpflanzen, damit wir das Haus ganz komplett machen können. Und so ist es, ja. Ja, danke. Nur ein bisschen auf die Seite schon hat man zwei Blöcke falsch gesetzt. Das geht mal gar nicht. So, also, gut. Ich bin übrigens jetzt noch ein bisschen erschöpft. Ich habe sehr wenig geschlafen in der Nacht und habe es eigentlich am Morgen nicht nachholen können. Da wollte ich jetzt mal nicht zwei Parts noch nicht pro Tag machen. Aber je besser das Let's Play auch ankommt, desto mehr Parts kann ich auch machen. Will ich auch machen. Die Motivation dürft ihr mir geben. Und ja, also hier ist der Nullpunkt. Hier möchte ich eigentlich die Eingangshalle machen. Dass wir eigentlich hier wie zwei Dinge machen. Zwei frei für den Flur. So. Und dann erkunden wir noch ein bisschen die Gegend. Nachdem es wieder Tag ist, was sollen wir dann bis dann machen? Wir können jetzt kaum hier zubauen und warten. Also, ein Crafting Table brauchen wir hier sowieso. Den Ofen nehme ich mit rein. Ja, dann gehen wir wieder in eine Höhle, okay. Weil sonst haben wir hier nichts zu tun. Bisschen Eichen, bisschen Holzkohle machen. So, ich möchte irgendwo anders in eine Höhle. Und zwar... Ist hier irgendwo eine Höhle, bitte? Dort vorne ist eine Höhle. Gut. Dann tun wir noch ein paar Tierhöhlen. Hier irgendwo. Schweine am besten nicht. Kühe sind ja am Anfang. Ja, dort sind Kühe. Auch Kühe haben wir genug am Anfang, also beim Haus in der Umgebung und Hühner auch. Also Hühner und Kühe können wir eigentlich getrost töten. Und wo ist jetzt die Höhle? Bin ich jetzt gerade nebenbei vorbei? Ah, hier ist eine Höhle. Ja, gut. Also machen wir das noch schnell. Oh, Dark Oak Wood Wald. Ja, das ist recht ineffizient, wenn man immer wieder drückt. Ich muss mich das umgewöhnen. Ist mir jetzt gerade aufgefallen. Ich konnte nicht mehr gut treffen. So. Das ist ein scheiß Update. Bekommen die schwarze Herzen? Hab ich das richtig gesehen? Die mögen mich nicht mehr. So böse Kühe. Die mögen mich einfach nicht mehr, wenn ich sie habe. Das geht mal gar nicht. Okay, okay. Dann habe ich keine Chance. Ich habe keine Chance. Ich kann nicht bleiben. Ah, ich muss mich... Das muss jetzt wirklich wieder alles umgewöhnt werden. Ja, danke. Sehr nett. Kommt einer mit einer Schaufel oder was das war? Ah. Ich habe ein Problem. In welche Richtung war es? In diese Richtung. Nicht nur ein Skelett dort. Ah. Ich werde schon wieder sterben. Ich kann mit dem Kampfsystem noch nicht Hand. Also, es ist zu schwer drauf zu bleiben, sozusagen, ohne dass man. Weil es wird immer wieder zurückgesetzt durch die Schüsse vom Skelett. Und dadurch habe ich keinen Schaden gemacht. Man macht null Schaden mit einem Steinschwert. Das ist wirklich schlecht balanciert, irgendwie für Anfänger vor allem. Und wir haben ja auf schwer gestellt, wir sollten eigentlich auf leicht stellen. Weil es eben jetzt alles wieder geändert wurde, müssen wir das wieder auf leicht stellen, sonst verliere ich, sterbe ich wieder öfters. Also das müsste ich selber mal ausprobieren, das könnt ihr ganz leicht eigentlich die Snapshots runterladen im Launcher, indem ihr einfach experimentelle noch einstellt. Und probiert selber mal aus,
Ich bin genauso neu wie ihr wahrscheinlich in dem, und die zwei Toten gehen einfach auf die Unerfahrenheit vom neuen Kampfsystem. Ja, und jetzt soll ich da alles... Das kackt mich an, das kackt mich an. Das kackt mich an. Jetzt soll ich die Gegner besiegen, um an meine Leiche zu kommen. Okay, die bleiben sogar. Stimmt, im Singleplayer bleiben die leider. So. Überall Creeper, was ist denn los? Ich will nicht überall Creeper haben. Ich will nicht 2000 Creeper haben. Was ist denn los? Ah, Mojang, macht bitte nicht alles kaputt, oder Microsoft. Ich mache jetzt das Kampfsystem völlig kaputt. Wir liebten das Kampfsystem. Wieso müsst ihr jetzt immer alles neu machen? Ach, nervig. Richtig nervig. Wieso habe ich jetzt das Achievement nochmal bekommen? Oder bekam ich das nicht, weil ich ein Zwischen-Achievement nicht hatte? Heiße Angelegenheit. Wo ist heiße Angelegenheit? Da unten. Also, wieso habe ich das jetzt wieder bekommen, oder wieso habe ich das erste Mal nicht bekommen? Naja, gibt's neue Achievements? Nö. Nicht mal das Beste können sie machen. Nicht mal Blöcke machen können sie. Ich bin ein bisschen enttäuscht von dem Update. So, ja. Wieder sortieren. Die Schaufel fehlt noch. Die Schaufel kann ich einfach ganz leicht wieder herstellen. Machen wir die Schaufel gleich mal wieder. So. Die Fackeln fehlen noch. Fackeln, ja, muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Von der Todesstelle mache ich einfach neue. So. Und sagen wir, das Fleisch noch haben. Dann können wir noch ein bisschen Eichenholz für Holzkohle nehmen. Ah, nicht mit der Hacke. So, also an das Kampfsystem gewöhnen. Irgendwie muss ich ein bisschen üben können. Und danach, ja, eigentlich das im Kopf behalten. Mich gewöhnen. Die Gewöhnung an ein neues Kampfsystem in Minecraft. Oje. Ja. Soll ich mir ein Schild machen, wenn ich weiß, wie das geht? Das habe ich leider nicht nachgeschaut. Ich glaube mit Stein sogar. Und mit Wolle und mit Eisen. So. Also wir haben jetzt Ding. Wir brauchen jetzt nicht Holzkohle. Dann gehen wir einfach weiter. Wieso hast du Schaden bekommen? Okay, das sind viele Creeper. Das sind sehr viele Creeper. Na gut. Schauen wir, ob Tag ist. Und holen die Sachen nochmal. Diese Richtung noch ein bisschen. Nein. Noch nicht Tag. Okay. Können wir noch ein bisschen runtergraben hier. Ja, bis man wieder im Spiel ist nach einem Update, geht heute einige Zeit, wenn jetzt da so komplett alles geändert wurde. Das ist eigentlich das erste richtig komplett Änderung vom Kampfsystem Update von Minecraft. Ich habe ja von Anfang an eigentlich immer die gleiche Taktik immer wieder verwendet. Und jetzt muss man plötzlich wegen einem Update, das komplett auf den Kopf wirft, anders denken. Das ist schwer für einen Suchti, für einen Minecraft, also der Minecraft eigentlich schon 5 Jahre lang spielt und dran bleibt sozusagen. Okay, Eisen.
Dann können wir eigentlich dieses Diorit noch mitnehmen. Und dann wieder hochgehen. Aber noch ein bisschen erkunden, wenn wir Platz haben dann noch. So. Oh, schön viel Diorit. Können wir fürs Häuserbauen gebrauchen. Ich weiß nicht, ob ich dann später eben noch ein weißes Haus will, aber am Anfang ist ein weißes Haus recht schnuckelig. Ich glaube, ich mache wirklich ein Lehmhaus, also ein Tonhaus. Mit richtig farbigem Ton oder so. Leider ist der Ton nicht ganz so schwarz, aber wir können auch Ding verwenden. Kohle. Kohleblöcke. Mal schauen. Möchte ich schon ein bisschen in meinen Farben bauen. In Rot und Schwarz. Und eventuell Blau. Mal gucken. Also, das haben wir. Mehr brauchen wir nicht. Jetzt mal wieder hochbauen hier. So. Nehmen wir noch. Na, Kohle können wir ja nicht abbauen. Also wenn wir Kohle brauchen, gehen wir hier hin. So. Ich möchte mal kurz schauen, ob hier ein Creeper ist da noch. Ich brauche ein besseres Schwert. So. Können wir gleich nochmal seine Spitzhacke bauen. Genug Eisen haben wir. So, 8 Eisen haben wir dann wieder. Also jetzt können wir üben. Okay, so machen wir Schaden. Aber wirklich draufbleiben. Boah, das ist so... Also wenn wir nur kurz schlagen, dann machen wir wirklich 0 Schaden. Okay, auch wieder was gelernt. Und scheinbar sind jetzt die weggetroppt, die Items hier. Ja. Oder ich habe sie alle eingesammelt und hatte einfach nicht mehr. Muss ich dann nochmal im Video schauen. Aber immerhin ist wieder Tag, boah. Also ich bleibe jetzt einige Zeit auf leicht, weil das Kampfsystem braucht noch ein bisschen Einarbeitungszeit. Aber ich werde es so schnell wie möglich dann wieder auf... Aha. Den gehe ich aus dem Weg. Ja, es braucht einfach recht Einarbeitungszeit auf leicht, bevor ich dann richtig viel Schaden wieder auch taktisch aushalten kann. Nicht nur durch Items. Aber ich möchte ja auch eine Herausforderung, das ist klar. Noch ein bisschen Kies. So. Weil hier ist alles ein bisschen versteckt, kann ich leicht eigentlich die Sachen abbauen, ohne dass es die Gegend verunstaltet, weil eventuell baue ich ja hier etwas. So, und dann machen wir einfach mit der Erde dann wieder zu, wenn es dann wirklich stört. Aber hier ist es einfach so richtig gut zum Abbauen von Sand. Das brauchen wir ja für die Scheiben. So, ich möchte hier hinten noch ein bisschen erkunden. Vielleicht gibt es ja irgendwo Schafe, weil Schafe bräuchte ich für die Wolle. Weil wir bauen dann auch viel mit Wolle für ein Bett. Ja, da gibt es... Ding. Jetzt haben wir direkt ein einziges zu wenig für eine Schere. So ein Mist. Das ist qualvoll für mich. Solche Rückschläge. So. Der da. Der da. Also hier haben wir die restlichen Tieren. Gut. Dann machen wir noch ein bisschen Schweine. Hallo.
Ich sehe es nicht. Ich sehe nicht, wie ich schlagen. So. Man sieht es einfach nicht mehr richtig. Also rechts unten ist ja diese Anzeige, die muss voll sein, um möglichst viel Schaden anzurichten. Gut. So. Und da kann ich eigentlich jetzt scheren und die Ding holen dort. Die Kürbisse. So. Und noch Kürbis holen. Die kann man, glaube ich, mit der Axt am besten abbauen. Na, einen reicht. Wenn nur einer hier ist, dann reicht er. Ach komm, Apfel weg. So. Ja, richtig schön hier. Also hier auf dieser Ebene könnte ich richtig was vorstellen zu bauen. Einen Hof, einen großen Bauernhof. Ja. Reservieren wir das mal für den Bauernhof. Und gehen jetzt zurück. Einfach abbauen. So. Ja, danke. Der Mond kann ich wieder anpflanzen. Und was kann ich noch wegschmeißen? Ach komm, Stein. Die Crafting Bench will ich auch noch mitnehmen. Ja, da. Weg. So. Ja, nehme ich nicht mit die Hacke. Jetzt gehen wir wieder zurück zum Haus und bauen jetzt wieder ein bisschen konzentriert mehr, da wir jetzt eigentlich Weizen haben für Essen. Und ja, das Let's Play wird, ja wie im ersten Part gesagt, ein richtiges Bau-Let's Play. Also ich sehe immer wieder bei den Let's Plays von Minecraft, dass sie eine Villa bauen und sonst nichts. Und ich möchte eigentlich im Let's Play, ja, es da nicht mit 100 Parts oder so aufhören, wenn die Villa dann komplett fertig ist, alles erreicht ist. Ich möchte einfach dranbleiben und ich möchte so viel und so gut wie möglich eigentlich Sachen zeigen, wie ich baue und Rollenspielen und alles mögliche. Ich werde wahrscheinlich dann so extra Videos machen, die in der Let's Play Welt spielen, wo einfach die Geschichte so ein bisschen erzählt wird. Und ja, Eier, oder? Ich werde die hier hinsetzen und nehme die Eier wieder mit. So. Ah, den Ofen. Gut, also. Zuckerrohr haben wir jetzt auch wieder. Ich glaube, das haben wir am Anfang irgendwo mitgenommen und dann weiß ich nicht, wohin es gelandet ist. So, jetzt machen wir Kisten, ein Bett, ja, zuerst ein Bett, bevor es dunkel wird. Und dann lagen wir das ein und dann ist der Part 2 auch schon wieder wahrscheinlich vorüber. Ja, ist genug lang. So, also, ich möchte Crafting Table benutzen, dankeschön, nicht den Ofen. Wolle, ja, dankeschön, kann ich natürlich gut. So, ohne zu, also mit zu wenig Bretter ein Bett bauen. Das kann ich sehr gut. Ja. Also, eine Kiste bitte. Ja, jetzt habe ich wieder zu wenig. Mal ein bisschen mehr Bretter machen. So, machen wir mal zwei Doppelkiste. Eins für Natursachen und eins für Erze. Dann machen wir mal Steine und Erze hier rein. Sand auch. Einen Ofen nehme ich ja mit immer. Eine Werkbank nehme ich mit. Und hier, nein, das nehme ich auch. Leder, rohes Rindfleisch. Ja, Feuerstein kann ich auch hier reinlegen. Auch wenn er eher passt zum anderen. Aber die Kiste wird voller sein. So, gut. Also, eine Birke anpflanzen, bitte. Drago. Dankeschön, Sie sind sehr nett, Herr Drago. Und hier das Zuckerrohr anpflanzen. Das sieht auch ein bisschen schöner aus, wenn es so ein bisschen
weiter weg ist vom Garten und an einem runden kleinen Tümpel ist. So, und dann haben wir das. Und ja, im nächsten Part wird das Haus gebaut. Jetzt haben wir es nur so ein bisschen ausgesteckt oder einfach markiert. Und ja, müssen dann schlafen gehen im nächsten Part. So, Kürbis kann ich auch noch zu Kerne verarbeiten. Wie man die Kerne irgendwie kräftet. Also man muss sie ja eigentlich eher rausnehmen. So. Dann können wir mal später dann Kürbiskuchen bauen. Machen wir eine Kürbiskuchenfabrik oder so. Einfach eine mittelalterliche. Die hatten ja noch nicht so Hallen, wo sie alles produzierten, sondern eher so ein bisschen ja, in einem Haus, in einem Wohnhaus einfach. Kleine Maschinchen, die einfach Öfen waren und Tische und sonst nichts. So, machen wir mal da in den Ecken als Dekoration die Holzstämme. So. Und dann ist der Part vorüber. Dankeschön fürs Schauen. Im nächsten Part dann Faun. Und im übernächsten Part erkunden wieder. Ja, ein bisschen abwechseln. Und ja. Aber eben das Let's Play wird dann erst spannender, wenn wir dann die Rohstoffe haben und dann richtig am Bauen sind oder am Erkunden sind, weit weg, am Finden von den sehr seltenen Biomen und so. Ja, aber Dankeschön fürs Schauen. Vielleicht interessiert es euch. Wenn es euch interessiert, ja, schreibt mal, wie ihr es findet. Und Rollenspiel beginnt dann, wenn wir die ersten Häuser haben. Und dürft mir gerne Geschichten ja, zeigen, was ich für eine Geschichte dann im Let's Play eigentlich vortragen könnte. Ich habe aber sehr viele und gute Einfälle, also es ist jetzt nicht so wichtig. Aber eben, das Let's Play ist sehr interaktiv. Ich möchte mit euch zusammenarbeiten. Was soll ich machen? Und ja, also ihr entscheidet viel, eigentlich fast alles, was ich so mache. Und also dann haben wir Part 2 fertig. Dritter Part kommt dann bald. Heute oder morgen. Tschüss, Leute. Komm, kann ich schlafen, bitte? So.